Hallo und herzlich willkommen. In diesem Tutorial zeigen wir euch, wie ihr das iPhone 6 Display ganz einfach selber austauschen könnt. Zu jedem bestellten Display in unserem Shop gibt es direkt das passende Werkzeugkit mit dazu. Zudem empfehlen wir, einen Föhn für die Reparatur bereitzuhalten. Schalte zuerst dein Gerät aus, indem du den Power-Button an der rechten Seite für 3 Sekunden gedrückt hältst und den Slider anschließend nach rechts streichst. Nun kannst du mit dem Pentalobe-Schraubendreher die beiden Schrauben an der Unterseite des Geräts entfernen. Bringe jetzt den Saugnapf über dem Home-Button an. Wenn du leicht an dem Saugnapf ziehst, kannst du mit dem Plektrum besser zwischen Display und iPhone eindringen. Fahre nun möglichst alle Ränder einmal entlang. Ist das Display gelöst, kannst du den Saugnapf entfernen und das Display aufklappen und an einen Gegenstand anlehnen. Als nächstes entfernst du die Abdeckung für den Akkukontakt. Auch hier gibt es 2 unterschiedliche Schraubenlängen. Das Trennen des Akkus ist sehr wichtig, um Kurzschlüsse während der Reparatur zu vermeiden. Der untere Konnektor ist der des Akkus. Benutze hierfür den Spudger. Als nächstes entfernst du das Display, indem du die 5 Kreuzschrauben der Abdeckung entfernst. Die Schrauben besitzen unterschiedliche Längen, deswegen solltest du gut aufpassen, dass du diese nicht vertauschst. Wenn du die Metallabdeckung weggenommen hast, kannst du damit beginnen, die einzelnen Konnektoren mit dem Spudger vorsichtig zu lösen. Die 4 Anschlüsse verbinden das iPhone mit der Frontkamera, dem Homebutton, dem Display und dem Touchscreen. Bevor du mit dem Austausch der Komponenten beginnst, solltest du das neue Display erst einmal testen. Ohne die Schutzfolien oder Siegel zu entfernen, schließt du die beiden Kontakte für Touch und Display an den oberen Konnektoren an. Der Akkukontakt wird wieder mit dem Konnektor verbunden und jetzt legst du das Display einfach auf das iPhone drauf und schaltest es ein. Sollte das Display nicht angehen, sitzt einer der Kontakte wahrscheinlich nicht richtig und muss noch einmal überprüft werden. Wenn das Display und die Touchfunktion uneingeschränkt funktionieren, kannst du das Gerät wieder ausschalten und die Kontakte entfernen. Solltest du ein vormontiertes Display gekauft haben, sind Frontkamera, Hörmuschel und der Lichtsensor bereits an das neue Display angebracht. In diesem Fall kannst du den folgenden Schritt einfach überspringen. Besitzt du kein vormontiertes Display, entfernst du zunächst die Abdeckung für die Hörmuschel, den Lichtsensor und die Kamera. Die 3 Schrauben kannst du mit dem Kreuzschraubendreher lösen. Achte wieder auf die unterschiedlichen Schraubenlängen. Nun kannst du die Kamera vorsichtig nach hinten klappen und die Hörmuschel herausnehmen. Nehme am besten einen Spatel zur Hilfe, um die Sensoren aus ihrer Verankerung zu hebeln. Sei dabei vorsichtig, damit du das Flexkabel nicht beschädigst. Die Abdeckung auf dem Home-Button ist mit 2 Kreuzschrauben befestigt. Hast du diese entfernt, kannst du mit dem Spudger den Kontakt vom Home-Button trennen. Das Kabel ist an der Unterseite an das Display geklebt. Mit dem Spatel kannst du die Verklebung vorsichtig lösen. Nehme den Home-Button nun vorsichtig heraus. Als nächstes muss das Hitzeschild ausgebaut werden. Eine der Schrauben weist wieder eine andere Länge als die anderen auf. Pass also wieder auf, dass du sie nicht mit den anderen vertauschst. Löse den Kleber an der Unterseite des Konnektors unter der Platte und nimm sie heraus. Die Schutzfolie an dem neuen Display kann jetzt entfernt werden. Achte bei dem Hitzeschild des neuen Displays auf die richtige Position. Dabei kannst du dich an den Aussparungen für die Schrauben orientieren. Bringe die 7 Kreuzschrauben nun wieder an und ziehe sie fest. Setze den Home-Button wieder auf seine richtige Position und verbinde die Kontakte miteinander. Dass die Kontakte richtig sitzen, hörst du an einem leichten Klickgeräusch. Bringe die Metallabdeckung an und befestige die 2 Kreuzschrauben. Musik
Nun kannst du den Kamera- und Lichtsensor Flex wieder einsetzen. Drücke dabei die einzelnen Komponenten in ihre jeweiligen Aussparungen. Hebe danach die Kamera an, um die Hörmuschel wieder einzusetzen. Setze die Abdeckung wieder darauf und befestige die drei Schrauben an ihren richtigen Positionen. Eine falsche Anbringung der Schrauben kann darunterliegende Teile beschädigen. Sei also vorsichtig. Das neue Display ist nun soweit umgerüstet. Jetzt kannst du dein iPhone wieder zur Hand nehmen. Der Akkukontakt wird wieder mit dem Connector verbunden und die Metallabdeckung darüber angebracht. Achte darauf, die richtigen Schrauben an ihren jeweiligen Positionen zu befestigen und diese nicht zu vertauschen. Das Display kann jetzt an das iPhone angeschlossen werden, indem du die Kontakte für die Touchfunktion, dem Display, dem Home-Button und der Frontkamera wieder mit den Konnektoren verbindest. Setze die Metallabdeckung wieder auf ihre Position und ziehe die 5 Schrauben mit dem Kreuzschraubendreher fest. Die unterschiedlichen Schraubenlängen hast du dabei natürlich wie immer im Blick. Ist das geschafft, kannst du das Display wieder zuklappen. Drücke das Display vorsichtig an das iPhone an, sodass es an allen Seiten festsitzt. Jetzt brauchst du nur noch die beiden Pentalobe-Schrauben an der Unterseite anbringen und festziehen. Als nächstes schaltest du dein iPhone ein. Sollte das Gerät nicht angehen, sitzt vermutlich der Akku- oder Displaykontakt nicht richtig. In diesem Fall überprüfe die Anschlüsse noch einmal. Ist das iPhone gestartet, überprüfe, ob die Touch-Funktion, die Helligkeit und der Home-Button einwandfrei funktionieren. Wenn alles wie gewohnt läuft, kannst du dir gratulieren. Du hast dein iPhone erfolgreich selbst repariert. Auf unserer Homepage findet ihr diese Anleitung auch nochmal ausführlich als Schritt-für-Schritt-Fotoanleitung. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, vergiss nicht, einen Daumen nach oben dazulassen und unseren Kanal zu abonnieren. Bei Fragen oder Problemen schreib uns doch einfach in die Kommentare. Weitere spannende Videos rund ums iPhone findest du auf unserem Kanal.